Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky. Und wundert euch nicht, ja, ich trage momentan eine Cap. Es ist verrückt, aber wahr. Meine Haare sind momentan ein absolutes Chaos. Deshalb dachte ich mir, okay, ich packe einfach die Cap oben drauf. Am heutigen Tag mit dabei ist der gute alte Maudado. Hallo. Maudado hat heute eine immens wichtige Aufgabe, denn wir werden heute Abschied nehmen. Und zwar von Edgar. Bevor ihr jetzt allerdings ein bisschen konfus reinblickt und denkt, was, Edgar? Er muss fürs Erste die Stadt verlassen, denn es ist momentan echt nicht safe, meine Damen und Herren. Man muss das einfach sagen, das ist irgendwo hier in Sky ist immer noch ein Griefer. Und es ist tatsächlich nicht mehr nur ein Einzelfall. Jetzt wurden auch andere Mitspieler gegrieft. Ich glaube, Spark oder so, der hatte da auch letztens darüber gequatscht. Und das ist echt ein bisschen uncool. Und ich möchte nicht, dass irgendein Hans Franz auf einmal Edgar wegrackt. Deshalb habe ich Maudado die extrem wichtige Aufgabe erteilt, Edgar an einen sicheren Platz zu bringen. Eigentlich dachte ich mir, okay, lasse ich das doch den guten alten Herr Bergmann machen. Allerdings, schaut einfach mal selbst, was passiert ist, als ich das letzte Mal Herr Bergmann zugeteilt habe. Das war nicht sonderlich erfolgreich. Das war, glaube ich, der erste Tod von Edgar. Und dann musste ich ihn wieder beleben. Also, Maudado, besteige Edgar und reite in die Freiheit. Oh. Ja, du kannst ihn nicht in Safari-Netz packen. Der hat seinen eigenen Willen, der alte Willi. Ach Mann, Edgar, geh doch da rein. Das geht doch viel einfacher. Ja, aber nein. Mir ist gerade aufgefallen. Guck mal, wie wenig Leben Pinky hat. Obwohl, so wenig ist es gar nicht. Ja, nee, der hat nichts mehr verloren. Pinky, okay. Das war der Evil Burgie, Alter. Der hat den einfach geslappt. Und dann hat er so viel AP verloren. Okay, ich verstecke Edgar Mit ganz vielen Karotten und Kissen. Ja, genau. Ich guck weg. Ich werde ganz kurz in die Erfahrungsmaschine gehen. Ich gebe mir hier so eine schöne Dusche. Leute, wir haben aber heute noch ein paar andere Sachen zu tun. Denn einerseits wollte ich unbedingt etwas testen. Und zwar gibt es von Botania zwei sehr, sehr praktische Sachen. Die eine haben wir eben gerade sogar schon mal ein wenig getestet. Deshalb habe ich auch so wenig im Inventar. Nämlich gibt es bei Botania etwas, was sich Resolute Ivy nennt. Oder Timeless. Eins von beiden. Wir gucken mal hier ganz schnell nach. Und zwar, sollte man sterben, kann man dieses Ivy, das ist so eine Pflanze, auf ein Item packen. Und dann ist es praktisch wie Soulbound. Und das ist schon ziemlich praktisch. Muss man einfach mal so sagen, das werden wir jetzt hier nochmal einem kleinen Test unterziehen. So, Ivy. Müssen wir hier einfach nur eingeben. Zack. Es gibt hier einmal Timeless und einmal Resolute. Wir brauchen Resolute. Dafür brauchen wir ein paar Ranken. Ich guck mal, ob wir das alles hier ganz schnell finden. Einmal Ranken. Oh, wir sollten nicht alle nehmen, weil sonst haben wir ein Problem. So, hier 8 Stück. Das passt. Dann holen wir uns ein bisschen Air. Übrigens gibt es auch ein paar Neuigkeiten in Sachen von Towncraft. Skate wollte das gestern in der... Digga, was habe ich da gesehen? Was? Wie schnell hast du denn das gecraftet? Ich konnte da rein. Mit dem Rezept und dann kannst du hier auf den Haken da klicken und dann kannst du refillen die ganze Zeit. Solange Zeug ist, dann refillst du es. Oh. Also neben dem Result. Dann schnapp ich mir das einfach mal. Ich muss das hier, wir werden das einfach mal testen, sodass ihr auch versteht, wie das Ganze denn funktioniert. Packen das mal ganz kurz hier wieder raus. Dann packen wir nämlich das Resolute Ivy einfach mal auf die Hand of the Ender. Zack, weil das ist, da kann man ja super viel Kram einfach reintun. Jetzt schnappe ich mir das Ganze. Jetzt sieht man da, has Resolute Ivy. Und wenn Maudado mich jetzt hier umbringt, dann müsste es funktionieren. Und ich sollte zumindest die Hand of the Ender noch in der Hand haben. Oh Gott, Bluten. Tu es, Maudado, tu es! Oh. Es tut mir leid. Ja! So, hoffentlich funktioniert das jetzt. Wiederbeleben? Jawohl! Ich habe hier meinen kleinen Handschuh und muss jetzt hier mal wieder in die richtige Richtung latschen. So, zackig, knackig. Und das ist schon praktisch. Stellt euch vor, ich falle irgendwann mal aus irgendeiner dummen Aktion, ein Classical Pedizzle-Moment und ich bin einfach down. Dann verlieren wir eben nicht alle Items. Oder sagen wir mal, es kommt zu irgendeinem Kampf. Maudado dreht komplett durch. Endlich bin ich dir los. Genau. Endlich. Aber dann komme ich auf einmal jetzt back. Jetzt häng ich den Kopf auf und das ist da. Was? Tja, aber wieso kriegst du Schaden? Weil ich deine Ringe aus Versehen gerade aufgesammelt habe. Ach so. Die darf ich ja nicht haben. Ja. Meine braven Ringe. Deine Fliege. Die haben sich... Deine Fliege. Meine Fliege, Alter. Fliege. Wer kennt sie nicht? Ach, stimmt, was wir auch noch geschafft haben, meine Damen und Herren. Das werde ich euch gleich mal zeigen, denn wir haben etwas, was schon
Ich weiß gar nicht, ob es einmalig ist, ob es das erste... jetzt kann ich es euch spoilern. Wir haben ein Pferd, Leute. Es könnte sein, dass es das erste Pferd auf diesem Server ist. Oh, da ist mein Kopf. So, gucken wir mal hier. Oh, ich bin runtergefallen. Irgendwas trage ich noch nicht, was mich schneller macht. Globetrotter Stash. Zack. Und aber es ist nur klein. Ja, ja, könnten ja, wir ja. es doch nur schneller wachsen lassen. Ah, ja, ja, ja. Stimmt. Wir könnten. Guck, hier steht es. Und wartet nur. Auf eine Spritze, Maudado? Auf sein Wachstum, ja, genau. Ja, denn es gibt die verschiedensten Spritzen, meine Damen und Herren. Unter anderem werden wir diesem Pferd jetzt einfach mal ein wenig Anabolika verabreichen. So, dazu muss ich ja einfach nur hier. Und wo ist das Ding? Nicht-Zombifizierung. Da, Wachstumsspritze. Dafür brauchen wir eine leere Spritze. Zack. Und jetzt fülle das. Oh, der füllt das nicht, weil wir wahrscheinlich keine Spritze haben, richtig? Ach doch, wir haben ja eine drin. Und eine Karotte? Ja, mit diesen Dingern, die man mehrmals verwenden kann, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ah, okay. Gut, dann brauche ich aber noch eine goldene Karotte. Die machen wir uns auch wieselflink. Dazu packen wir die hier rein. Da brauchen wir natürlich ein paar Goldnuggets. Das wird nämlich nicht gecraftet wie der Goldapfel, sondern man braucht Goldnuggets. Das war mir natürlich komplett klar. So, schon seit Ewigkeiten. Zack. Hier kommt eine Karotte rein. Einmal. So schlau in Miele zweimal. Ja, ich bin ein smarter Typ. So, jetzt gibt's hier die Wachstumsspritze. Haben wir jetzt schon einen Namen für das Pferd? Pferd. Nennen wir es nur Pferd? Also, ich nenne es gerade Pferd. Wir können es noch benennen. Ja, die Frage ist, es gab doch immer Black Fury, aber er ist nicht schwarz. Mist. Ja, du heißt erstmal Pferd. Los, lass es wachsen. Lass es wachsen. Lass es wachsen. Okay. Patz! Da ist es! Alter Schwede, es ist richtig groß geworden. Oh, Namensschild. Wir nennen's. Huh. Ja, du musst es noch halt benennen. Also, ach so, ja, stimmt. Wo ist ein Amboss? 5 Level. Hier, und unter dem Experience-Ding. Musst du 5 Level brauchst du okay. Und dann unten einfach benennen. Ich hab mir 19 geholt. Oh, Levelverschwendung. Zack. So, ich habe einen super Namen. Dr. Pferd. Hä? Hey. Perfekt! Dr. Pferd. Dr. Pferd! Bitte sehr, Dr. Pferd! Dr. Pferd, wir brauchen eine Klonungsmaschine. Oh! Da wurde Gott, das tritt aus! Kriegt dann Schaden? Nee. Nee, nee. Dr. Pferd, lassen Sie sich zähmen. Das Coole ist allerdings, da müssen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich machen. Denn, wenn ich hier nochmal in mein Botania reingucke, hoffentlich finde ich das. Denn es gibt eine, ebenfalls eine Art Spritze, glaube ich, mit der kann man es schaffen, ein Pferd in ein Skelettpferd zu verwandeln. Paluten setze ich mal aufs Pferd drauf. Ich glaube, wir haben das Mega-Pferd bekommen. Ich glaube, Dr. Wieso? Pferd ist, wie viel Leben das hat. Dr. Pferd ist eine Maschine! Aber eine richtige Maschine. Alter Schwede. Die Frage ist, ob wir Dr. Pferd dann verwandeln sollen. Wie heißt denn das nochmal? Oh ja, warte mal, ich kann Spark. Spark hat man bei dir auch gegrieft? Weil das war ja das, was ich am Anfang angesprochen hatte. A World Seed. Ah, ich weiß leider nicht mehr, wo dieses Ding war. Auf jeden Fall. Ah, hier ist noch dieses Resolute Ivy. Oh, guck mal, da schreibt der Job. Oh. Oh, die Welt ist einfach nicht mehr sicher. Ja, ja, das ist wirklich ein bisschen nervig. Crafting Grid. Also Kleinigkeit und eher vernachlässigbar. Ja. Oh. Ja, trotzdem. Ist aber nervig. Kacke. Ja, es ist einfach nur mega unnötig. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss hier irgendwas mit Virus war das. Ja, genau. Da. Was willst du mit unserem Pferd denn machen? Ja, man kann es in Zombie verwandeln, in Zombie-Pferd. Warte. Dann klone ich erstmal das Pferd, damit wir ein Backup-Pferd haben. Ja, ja, genau. Klon das Pferd. Sehr gut. Ich brauche Klon, Professor Pferd. Professor Pferd. Ah, wir brauchen aber noch... Oh, okay. Das müssen wir auf jeden Fall aufs nächste Mal verschieben. Hier brauchen wir allein 9 Ranken dafür, um, glaube ich, diesen ersten Schlüssel herzustellen. Weil es gibt zwei verschiedene. Steuerung muss ich drücken. Okay, ich drücke Steuerung. Zack! Genau. Using one of these viruses on a horse will alter its genetic code, turning it into either a zombie or a skeleton horse. Oh. Also ein Zombie oder Skelett Horse würde es, Alter. Das ist mega cool. Gehorcht es einem dann noch oder rastet es dann aus? Es müsste einem doch dann noch gehorchen. Hoffentlich. Weil dann haben wir eine Zombie-Pferdearmee. Dann sind wir praktisch die Ritter der apokalyptische Reiter. Ich glaube, irgendwie so hieß das. Das ist total super. Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Kopf? Die Apokalypse. Ich liebe sie.
Wir haben zwei Köpfe? Kann Was? Ich den einfach aufsetzen? Nee, auf dem Kopf sind sie nur Steves. Das ist richtig merkwürdig. Zack! Hi, Leute! Eigentlich ist es ein bisschen morbide, wenn ich da meine beiden Köpfe einfach so da oben rumhängen habe. Das ist irgendwie ein bisschen strange. So, jetzt werden wir aber nochmal mit dem anderen Ivy gucken. Denn jetzt wollen wir mal nicht das Timeless... Nee, jetzt brauchen wir das Timeless. Ranken, Essenz des ewigen Lebens und Elementium sollten wir eigentlich haben. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in puncto Ranken. Oh, da haben wir nur noch drei. Scheiße. Klebt irgendwo noch eine Ranke, Maudado? Ich habe 8 im Inventar, warte. Ach so, okay, ja, warte, dann packe ich den Kram jetzt mal ganz kurz hier weg. Ich muss gerade noch Pferde klonen. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich packe jetzt den ganzen anderen Kram hier. Elementium und ewiges Leben. Boah, wir haben 234. So, Timeless. Jetzt muss ich, wenn alles funktioniert, das nur mit ein wenig... Oh, wir haben kein Papier mehr. Bambus. Hä? Ah, nee, Zuckerrohr heißt das hier noch, ja. Zuckerrohr, ja, ja, ganz viel Papier. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon letztlich brauchen, aber 18 sollten hoffentlich reichen. Denn dann werde ich jetzt mal gucken, weil ich habe immer noch meinen Manillium-Cleaver. Und den würde ich ganz gerne so verzaubern, dass er praktisch mit Mana aufgefüllt wird. Weil das macht dieses Timeless Ivy. Das addet den Effekt, dass wenn Schaden an dem Gegenstand angerichtet wird, dass er dann praktisch mit Mana wieder repariert wird. Ich weiß nicht, ob das mit dem Timeless Cleaver funktioniert. Kann ich das jetzt einfach so machen? Weil hier steht bei Timeless, while Mana Steel or Elementium Tools have the ability to harness Mana, a handful of Timeless Ivy can be attached on virtually any item. Ja, ja, genau. Aber was heißt denn das? Ich verstehe das nicht. Eine Handvoll. Was bedeutet denn eine Handvoll? Vielleicht müssen die Sachen aber auch komplett repariert sein. Das ist halt so die Frage. Ho! Hier sind ja noch mehr Pferde. Ja, so Dr. ist aber Pferd. Auch. Alter, nice. Hi, Freunde. Na, ihr kleinen Fratzis? Guck mal, jetzt muss Dr. Pferd nicht mal mehr ein Zombie werden. Stimmt, jetzt können seine Nachkommen. Sind das Klone oder sind das Kinder? Das sind mit seiner DNA auf jeden Fall geklont. Ah. Jetzt nicht 1:1 Klone. Okay, okay. So quasi Kinder eigentlich, oder? Ja, sind seine Kinder. Ja. Dr. Pferd, deine Kinder werden beim nächsten Mal Skelettpferde. Denn, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, wie das jetzt mit diesem Ivy funktioniert. Dann werden wir den ein oder anderen Virus herstellen. Und beim nächsten Mal gibt es dann Skeleton- oder Zombie-Pferde. In diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Taucraft kommt hoffentlich in den nächsten Tagen. Da sind wir wirklich heiß drauf. In diesem Sinne, schaut bei Maudado vorbei. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst eine Bewertung da, habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.